Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch einen ganz einfachen Solo Money Glitch zeigen. Und ja, der Solo Money Glitch ist auch wirklich sehr, sehr, sehr einfach. Ich weiß gar nicht, wann es letzte Mal so einen einfachen Glitch gab. Ja, dafür braucht ihr auch einfach nur eine Autowerkstatt. Und ja, in der Autowerkstatt braucht ihr ein Winnie Easy voll aufgetunt. Ja, am besten dann auch mit iFood-Kennzeichen, weil sonst schmutzige Kopien sind und da werdet ihr Probleme beim Verkaufen haben. Ja, wenn ihr das habt, dann könnt ihr eigentlich schon direkt reinstarten. Dann besorgt euch einfach nur einen Allergy, einen kostenlosen Allergy, stellt den auch einfach nur hier in die Werkstatt rein. Dann begibt euch einfach nur einmal zu dem Allergy, dann fahrt ihr einmal aus der Garage raus. So, wenn ihr draußen seid, dann dreht ihr einmal um und dann fahrt ihr wieder rein. Fahrzeug wäre gerade wieder angekommen, dann steigt ihr einfach einmal in euer Easy ein, drückt dann Steuerkreuz nach rechts, um das Fahrzeug zu modifizieren. So, in der Werkstatt jetzt angekommen, dann ja, müsst ihr einfach nur irgendwas am Fahrzeug ändern, so dass es dann einfach abspeichert. Ich tue jetzt einfach einmal kurz die Bremse ändern. Wenn ihr das geändert habt, dann bleibt einfach in diesem Menü drin, drückt dann einfach auf Steuerkreuz, auf Options, auf Online. Und dann geht ihr einfach auf neue Sitzung finden und dann warten wir jetzt, bis wir wieder gespawnt sind. So, sind wir denn in der neuen Lobby dann angekommen, dann begeben wir uns einfach wieder unten zu den Fahrzeugen hin. Ja, ich habe ganz vergessen, als allererstes müssen wir unser persönliches Fahrzeug wieder einlagern, weil unser Fahrzeug natürlich jetzt draußen ist. Das habe ich ganz vergessen. Tut einfach das Fahrzeug einlagern, dann begibt euch unten zu den Fahrzeugen hin. Und ihr seht, ihr habt auf einmal zwei Easy Classics da stehen. Ja, das war's eigentlich auch schon. Jetzt müsst ihr einfach nur noch mal kurz in die Fahrzeugwerkstatt einmal hier reinfahren. Und dann ändert ihr einmal irgendwas an der neuen Kopie, so dass es dann auch einmal abspeichert. Und ja, so könnt ihr auf jeden Fall jetzt Kopie für Kopie machen. Und ja, das geht auf jeden Fall wirklich ganz schnell. Und ja, ich hoffe, das kleine, aber feine Video hat euch gefallen, Leute. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.